Habe ich das jetzt mit... Alter, diese Handy-App, ne? In 3 Jahren geht's weiter. Diese App ist abgestürzt. Bitte verwenden Sie eine neue. Brauche ich für den Ali Raid eigentlich die Hauptstory? Du musst ihn zum gewissen Teil Fortschritt haben, um den Fall zu entscheiden. Ich denke mal, der wird wieder mehrere Ebenen haben. Für die letzte Ebene brauchst du das komplette Hauptszenario abgeschlossen haben. Mhm. Warum hat er das denn jetzt? Ich hasse mein Leben. I hate my life. Oh. Geld senden, überweisen. Ist jetzt einmal das falsche Konto gewesen. Feuer. Yep. Ja, ich habe 2. Einmal Geschäft und einmal normal. Ich habe aus Versehen vom Geschäftskonto überwiesen. Aber das bringt mir auf dem zweiten PayPal-Konto auch nichts. Ja. Das kann ich mir wenigstens zurückbeweisen. Ja, ich würde das gern ausführen. Nein! Oh Gott. Hat's geklappt? Ja. Oh Gott. Ich dachte eben, ich hätte auf Ablehnen gedrückt. Oh Gott. Okay. So, da ist es jetzt nochmal überwiesen. Ja, jetzt ist nur die Frage, was mache ich? Ich kann mir gerade kein Gehilf kaufen. Und ich muss irgendwie... Also irgendwie... Bräuplatz. Mein Gehilfe ist komplett leer, ich könnte es für dich verstauen. Ich weiß halt nicht, wo ich mit meinen Handwerksmaterialien jetzt noch hin soll. Höchstens Gildentruhe, dass ich das erstmal in die Gildentruhe packe. Ist auch noch eine Möglichkeit. Jetzt kann ich es halt auch... Kann ich es für dich verstauen. Ja, ist gut. Meine beiden Gehilfen sind komplett leer. Wie schaffst du das? Wie geht das? Geht halt. Wie geht das? Ich kaufe mir immer nur das Zeug, was ich auch wirklich verarbeite. I hate my life, I hate my life. So. Also, ich packe das erstmal alles in die Vierer. Wobei, warte mal. Die Materie, war die in 3 oder war die in 2? Ja, hier. Komm. Ich packe einfach mal meine komplette Materie hier in den Gilden-Ding. Das sollte so ja eh rein. Ja. Dann habe ich doch da zumindest Platz. Bin ich ein bisschen was... Ist schrecklich, dass 1,40 Euro für 30 Tage, warum ist der nicht für immer? Ist das Funktion? Ja. Verstehe ich halt auch nicht. Verstehe, ne. So, ich habe ein bisschen Platz. Und jetzt hat Ratatan zurück.
Wobei, warte, ich kann erstmal gucken, ob ich die Dinge schon freischalten kann. Als Schalajan, ja. Okay. Dann gucke ich mal. Das ist so eine Blues-Quest. Weil dann wäre es nämlich zumindest gut, wenn ich das gleich schon mal machen könnte. Nicht, dass ich dann wirklich während das Essen kommt. Hier muss ich ja mal Herz klingeln. Ich muss meine Gehilfen einmal in Empfang nehmen. Ich habe einen Teppichboden bekommen. Und mein Gehilfe ist endlich 70. Bedeutet, ich kann ihm endlich meinen 70er hier geben. Und alles andere darunter verkaufen. Oh, Erika. Eureka ist ein bisschen länger her. Da müssen wir zurückreisen. Oh Mann. Ich habe was verkauft. Sehr schön. Nice. Nur meine Tastatur geht gerade wieder nicht. Das war das, was ich vorhin ausgestöpselt hatte. Oh. Jetzt weiß ich's. Okay, funktioniert immer noch nicht. Seltsam. Okay, meine Tastatur funktioniert nicht mehr. Okay. Aber so gar nicht. Okay, stecke ich sie in mein andere USB-Ding. Meine Tastatur ist kaputt. Nee, hä? Das geht. Hä? Warum kann ich das denn nicht verkaufen? Tatsache, ich kann es nicht verkaufen. Was willst du verkaufen? Ich kann das Objekt hier nicht verkaufen. Das funktioniert nicht mehr. Ich kann keine Zahl eingeben. Ich kann's für 8 Gil eingeben, aber ich kann nicht für mehr. Ich kann keine Zahl mehr da eingeben. Kann ich im Chat eingeben? Ja, im Chat funktioniert's. Aber ist dein Gehilfe vielleicht voll? Nein! Ich würde es ja verkaufen, damit es ja los wird. 17 von 20 Plätzen, aber ich kann keine Zahl mehr in das Fenster da eingeben. Okay. Okay, ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Spiel mal neu starten? Naja, das funktioniert ja bei allen anderen Sachen. Kann halt so keinen Preis mehr eingeben. Da musst du es behalten. Nö. Das dauert jetzt halt einfach ein bisschen. Ich bin bald soweit. Okay, ich verkauf's unter Wert. Ist mir jetzt egal. Dein Essen kommt erst in einer Stunde.
Lass dir Zeit. Ohne Witz, man kann keine Preise mehr eingeben. Könnt ihr bei den Gehilfen, wenn ihr Sachen auf dem Markt verkauft, könnt ihr noch was eingeben? Denn ich kann es nicht. Ich kann gerade nicht gucken, ich bin in der Sequenz. Also ich kann nichts mehr ins Feld eingeben. Guck gleich mal. Ich bin gerade noch was an. Ja, ansonsten liegt es echt an mir. Aber wie gesagt, Tastatur geht. Ja, W geht. Die Dinger gehen auch. Seltsam. Was? Du hast die Auftragsreihe Mythen Eoseas freigespielt, okay? Egal. Ich hasse mein Leben. Das ist Richtung Alleyway. Achso, da muss ich denn hin, also in Balion Annex, wenn ich die Hauptstory durch hab. Du kannst ja jetzt schon hin. Also du könntest rein theoretisch jetzt schon hin. Glaube ich. Aber ich habe ja, glaube ich, nicht mehr so viel. Roberto verschiebt sich auf 23 Uhr. Ja, geht ja nicht anders. Zwischendurch kommt ja noch meine Pizza und ich muss zwischendurch noch mit dem Hund. So. Wann sollst du Roberto spielen, wenn wir nicht gerade neuen Content grinden wollen? Ja, ich dachte halt, ich bin schneller, aber da Wauzi ja noch raus muss. Es hätte ja alles geklappt, wenn Wauzi nicht wäre. Wieso? Du kannst die Pizza doch essen, während du mit dem Hund gehst. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Nein. einfach nein. Was meinst du, wie schön die neben dir läuft? Vor mir, vor den Beinen. Okay. Ich bin leider nicht in der Nähe eines Marktplatzes momentan. Alles gut, ich lese jetzt erstmal. Danke, dass ihr Kasall als Namensgeber vorgeschlagen habt. Mit der neuen Stiftung erscheint der Schatten auf seinem Vermächtnis nicht mehr ganz so finster. Ein Trost für alle, die ihm nahestanden. Doch ich bringe auch Nachricht von der Dame Istola. Sie bittet euch, sie im Ziegel von Alchimia aufzusuchen. Ah, sicher, danke. Vermutlich hat sie neue Erkenntnisse zu dem Nichtsportal. Komm, ich will sie ungern warten lassen. Dürfte ich euch begleiten? Hast du gerade nicht alle Hände voll zu tun, Magistrat? Der Plan ist formuliert, alle Weisungen sind gegeben. Die Ausführung obliegt nun den fähigen Beamten, die auch schon unter Irwin dienten. Mit ihrer individuellen Expertise könnte ich wohl kaum mithalten. Zumal mich Isloda Eindrücke und Theorien zu dem Portal wahrlich interessieren. Also schön, dann auf zum Tempel von Alchimia. Solo-Quest. Kommt jetzt eine Solo... Oh nö. Warum? Eine Solo-Quest jetzt. Oh nö. Warum? Bad Job. Ich will nicht alleine sein. Na gut, Mappa ist ja auch noch da. Ich will nicht. Wir brauchen doch... So, Portion Kitty. Wird man essen, wenn sie pünktlich sein? Sehr ja. Wie viele Leute wollen sie vor allem Quest-Typen haben? Ja. Bei mir ist es gerade eher so, wie episch soll dann eine Gruppe in der Einzel-Solo-Quest sein? Ja. Oh Mann. Geredet?
ja, nein, ja, nein, ja. Da seid ihr ja. So, ja. Ich gehe dann mal zur Krämerklingel und gucke. Okay. Ist hier Sequenz, also kannst du mir da gleich schreiben. Mhm. Also, was hast du herausgefunden? Nun, ich habe mir den Apparat genauer angesehen und kann bestätigen, dass er das Portal erfolgreich versiegelt. Ob man es mit ihm jedoch auch vergrößern kann, bleibt unklar. Wie Vritra bereits sagte, dazu müssen wir die Technik der Alchemisten von einst nachvollziehen. Doch der Zahn der Zeit hat uns dieses Wissen längst geraubt. Du hättest uns kaum herbestellt, um uns zu sagen, was wir ohnehin schon wissen. Also, wie kommen wir in eine andere Welt? Nur Geduld, dazu komme ich nun. Um von einer Welt zur anderen zu reisen, muss der interdimensionale Raum überquert werden. Das geschah beispielsweise, als du in den ersten Splitter gerufen wurdest. Der Kristallexarch bediente sich dazu des Kristallturms. Und der sprichwörtliche Schlüssel dafür war ein Objekt, das du berühren musstest. Ist dies ein Loch in die Barriere zwischen den Welten und du fielst in den Raum dazwischen, wenn man so will. Weder kann er einer bestimmten Welt zugeordnet werden, noch herrschen dort die uns bekannten Naturgesetze. Der Zauber des Exarchen zog dich schließlich aus diesem Riss wieder heraus. Zwischen den Dimensionen sind Raum und Zeit auf andere Weise miteinander verwoben, als wir es kennen. Und doch wurde dir ein direkter Weg gebahnt. Vom Ursprung in den ersten Splitter. Man kann es nur als Wunder beschreiben. Aber wie kommen die Nichtsgesandten dann in den Ursprung? Eine ausgezeichnete Frage, lieber Estinien. Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten offen, aber die häufigste ist wohl die Beschwörung mittels der Nichtsanrufung. Lasst es mich an einem Beispiel erläutern. Gargoyles dürften dafür genau das Richtige sein. Zunächst bedarf es selbstverständlich eines Beschwörers, der ein Nichtswesen rufen will. Durch einen simplen Zauber öffnet er ein Nichtsportal. Exemplare niederen Ranges, wie etwa Imps, können dank eines solchen Portals heil in den Ursprung gelangen. Doch für mächtigere Nichtsgesandte reicht das nicht aus. Sie benötigen eine größere Pforte, die nicht durch die Kraft eines einzelnen Beschwörers zu öffnen ist. Deshalb wird bei einer Nichtsanrufung auch nur eine Seele in unsere Welt geholt. Ganz so, wie es uns damals im ersten Splitter ergangen ist.
Das bedeutet auch, dass der wahre Körper des gerufenen Nichtswesens im 13. Splitter verbleibt. Stattdessen erhalten die gerufenen Seelen hier auf dem Ursprung einen neuen, vorübergehenden Körper. Dabei muss ein passendes Gefäß für den Seelentransfer bereitstehen. Für Gargoyles haben sich Steinstatuen als geeignet erwiesen. Verstehe. Bei einer solchen Anrufung spielt der Beschwörer also die Rolle des Wegweisenden. Ganz genau. Grundlegend sind zwei Faktoren für einen Sprung durch den interdimensionalen Riss ausschlaggebend. Eine Art Führung auf der Seite des Beschwörers und das Wohl des zurückgelassenen Körpers. So verhielt es sich also auch mit den Nichtswesen, denen wir uns vor so vielen Jahren entgegenstellten. Die allergischen Beschwörer lenken sie in unsere Welt. Nur wenn sich eine planare Spalte auf natürliche Weise formt, gibt es eine solche Weisung nicht. Doch auch ohne sie finden die Wesen des Nichts ihren Weg hierher. Was mich die Frage stellen lässt, weshalb ist es gerade der 13. Splitter, zu dem sich solche Verbindungen von selbst formen? Genau dieses Mysterium ist der Schlüssel zur Reise zwischen den Welten. Faszinierend. Und wie gedenkst du, dieses Geheimnis zu lüften? Nein. Doch. Auf zu neuen Abenteuern, nicht wahr? Aber ich sagte doch bereits, dass ich die Suche aufgab. Die Kunst, das Portal zu vergrößern, ist längst vergessen. Und selbst wenn es euch gelänge, hindurchzuschreiten, so lauern auf der anderen Seite doch nur Horden hungriger Nichtswesen. Völlig korrekt. Und ohne Hilfe kann ich daran auch nichts ändern. Zum Glück bin ich jedoch nicht alleine. Im Gegenteil. An meiner Seite weilt eine gewisse Abenteurerin, die die Wolke der Dunkelheit bezwungen hat. Direkt im 13. Splitter. Noch ein weiterer Stadtrundgang, zwei vielleicht. Und die Langeweile hätte dich gepackt. Gib es zu. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Und dafür danke ich dir. Ich persönlich würde auf der Stelle durch das Portal in den 13. Splitter schreiten wollen, aber nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis Razzatans. Und öffnen kann es ja nur der Magistrat. Ihr bringt mich in eine missliche Lage. Keinen Wunsch will ich euch je abschlagen müssen, doch. Nein, die Sicherheit der Kinder Tafnes steht an oberster Stelle. Selbstverständlich. Wir geloben, keine einzige Kreatur des Nichts auf die andere Seite gelangen zu lassen. Ohnehin müssen wir diese Pforte erst vergrößern. Und wie sollen wir das anstellen? Genau das würde ich euch gerne fragen, Vritra. Haben die Alchemisten damals nicht erläutert, wie genau sie das Nichtsportal zu manipulieren gedachten? Nun,
Zu der Zeit forschte die Demi-Familie daran. Die Familie, nach der Demirs Werk benannt ist? Ganz recht. Die Feinheiten ihrer Methoden sind mir nicht bewusst. Doch ich erinnere mich daran, dass sie einen Nichtsgesandten aus der Spalte untersuchten. Sie schufen eine Art Marionette mit den Fähigkeiten einer solchen Kreatur und mit ihr gelang es ihnen, das Portal zu vergrößern. Ein künstliches Nichtswesen also. Das Haus Demir hatte stets viel Bewunderung für die Weisen Scharlajans übrig. Seit jeher hegten sie den Wunsch, ihre Forschung von ihnen anerkennen zu lassen. Doch als sie ihre Studien zu künstlich erschaffenen Nichtskreaturen einreichten, begegnete man ihnen mit Empörung und verbot ihre Schriften. Verboten, aber sicher nicht vernichtet. Scharlajan bewahrt auch solche Schriften auf. Das war lange Zeit vor der Gubal-Bibliothek, also? Davon gehe ich aus, ja. Kehren wir also nach Alt-Scharlajan zurück. Auf staubige Bücher kann ich verzichten. Ich gehe mir lieber unseren jungen Schmierenkomödianten schnappen, um ihm von Vritras neuer Stiftung zu erzählen. Wollen wir? Sie wollen also tatsächlich ins Nichts reisen? Welche Prüfung wird mir hier nur auferlegt? Juhu! Auf nach Alt-Scharlajan. Mir fehlen jetzt nur 3 Gebiete mit dem Windäther. Ich habe gerade die letzten 2 Etappen hier freigemacht. Ja. Yeah. Hey. Ich konnte einen Preis eintragen. Keine Ahnung, warum es bei mir nicht geht. Ich bin jetzt beleidigt. Okay. Ich muss gleich auf jeden Fall einmal hoch mein Geld holen, damit ich es schon mal passend hier hingehen kann. Und das Licht anmachen, damit der Typ das Haus auffindet. Der Boss war cool. Gefallen. Echt? Mhm. Ein Fall für die Gelehrten, ha? Okay. Der hat schon wieder so schön viele Ausweichmechaniken. Ach, nö. Machbar wird sich freuen. No. Okay. Das war doch jetzt ironisch gemeint, oder? Nein. Von was genau sprecht ihr denn jetzt? Ich hab das vorhin mitgekriegt, Einzel-Inni. Das ist für die neuen Jobquests. Ja. Sind ja neue da und da habe ich jetzt gerade die. Bis zu 1 in den Schauer gemacht. Hä, wo sind die denn? Der zeigt mir hier gar nichts an. Die sind doch nicht blau. Es ist keine Plusquest. Nee. Ach so. Findest du auch in Razatan, da wo du die Jobquests vorher angenommen hast, ist eine normale Quest. Und das sind die neuen. Die kannst du mit jeder Klasse machen, die du möchtest. Hauptsache sie ist Level 90. Und du musst die Jobquests erfüllt haben. Nicht alle, aber die meisten.
Oder eine komplette Freizeit. Ich habe hier bloß Quests, hier goldene mit Stufe 80. In Razzatan. Ja, da müsste eigentlich eine neue sein. Vielleicht siehst du die auch nicht so gut, wenn du noch welche hast. Brian! Du musst auf jeden Fall die 80er der einen Klasse fertig haben und bis hin zu 90 halt. Von 70 bis 80 und dann von 81 bis 90 musst du von einer komplett durchhaben. Ich habe meine Jobquests für den Baden eigentlich alle gemacht und die eine, die wo hier im Sternschweif, die habe ich ja auch gemacht für den Baden. Also die Sachen für den Early Rate lese ich nicht vor. Vielleicht finde ich es mit Schnurrbart machen. Bist du denn gerade in Razzatan? Ja, ich bin hier vor Platz des komischen Tempels. Also im Tempel schon drinnen, da muss ich jetzt die Quest weiterführen. Da bist du, okay. Mach das, Ryan! Warte! Ich will ja kein... Also, da du ja die kostenlose Version hast, kannst du leider noch nicht in die Gilde. Aber... Geh dahin. Falls dir das Spiel gefällt, kannst du dann... Sobald du keine kostenlose Version mehr hast, kannst du auf Light und Schiefer kommen. So, ich hab Quest auch erledigt. Was habe ich noch zu tun? Geh angeln. Bäh. Perfekt. Geisterzoll. Ein Fall für Gelehrten war jetzt die Ali-Quest, ne? Oder? Hast du die denn in Dings angefangen? Bei Desions Annette? Ja. Ich weiß nicht, wie die heißt. Da müsste das die sein, weil da fängt die ja an. Wie gesagt, die lese ich ja nicht. Die habe ich ja jetzt mit dem Scheich hier mit den anderen auch nicht gelesen. Das lese ich erst dann, wenn ich das so andere gemacht habe. Ich will erst die Story durchmachen und dann mache ich die Reihe für den Ali Raid. Nee, ich mach das jetzt, damit dann fix geht, wenn ich mein Essen hab. Ja, oder mache ich die auch erst? Weil Ali Raid dauert halt und Story kann ich mir dann halt noch ein bisschen aufheben, ne? Die letzten drei oder vier Quests, die ich habe. Dann habe ich halt noch ein bisschen was von. Der Ali-Raid dauert halt ein bisschen. Und den möchte ich heute auf jeden Fall noch machen. Gut, jetzt vor 22 Uhr schaffe ich es nicht mehr. Weil wenn der, ich sag jetzt mal, 40 oder 50 Minuten geht, dann kommt das Ende wahrscheinlich genau dann, wenn mein Essen kommt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, sobald mein Essen da ist, fangen wir mit dem Ali-Raid an. Deswegen mache ich das jetzt hier einmal fix. Da ich den noch nicht lese, geht das sowieso schnell. Ich bin gerade bei Vitras Ansprache und sehe, die eine Fraktion hat Mundschutz. Die haben auch Corona. Okay. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet.
Da muss ich hin. Ah ja, ich muss ja gleich einmal ganz kurz hoch. Mach ich gleich einmal. So. Ganz kurz ist vorbei. Ja, nee, wegen... Der Wurf. Wegen einmal Licht anmachen und Geld holen.